im Sommer wie im Winter ist mein Bild mal glücklich schien. Der Kastorf in Ordnung war gut besucht auf die, wenn mit dem Verfalber hier zieht sich der Rundgang hin. Der fand sich die, der du genießt, im Lammblatt für der Stieg. Glück auf, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Das war das Bilberg-Lied, was uns der Rerbet, das erzgebirgische Urgestein aus Scheinberg, gesungen hat. Er ist Bildhauer, er ist Maler, er ist Sänger. Und das Lied stammt vom Arthur Schramm, der hier öfters zugange war auf dem Bilberg. Und Platz genommen hat bei mir der Chef des Bilberg-Hotels, der Gaston Deckert. Gaston, du bist auch schon ein paar Jahre jetzt hier zugange. Wie lange ist das? Wir sind jetzt 8 Jahre auf dem Berg. Und über 20 Jahre in Annaberg tätig, seit 93. Ja. Und der Sem Rolf ist der Koch vom Bilberg, der uns heute das Neunerlei zubereitet hat. Wir sind ja hier aufgekommen, um das Neunerlei kennenzulernen, beziehungsweise unseren Zuschauern zu präsentieren. Aber außer Neunerlei zur Weihnachtszeit macht er ja auch noch was anderes. Was habt ihr sonst noch auf der Speisenkarte? Viele, viele regionale Spezialitäten, viele Wildgerichte von heimischem Wild. Saisonale Küche, im Frühjahr Spargel, Fisch. Und besonders beliebt ist euer Flambiertes. Habe ich mir jedenfalls sagen lassen. Flambierte-Spezialität. Müsst ihr mal probieren. Aber weder Flambiertes noch was anderes gibt es jetzt heute auf unserem Tisch, sondern wir wollen dann in die Küche gehen und wollen uns zeigen lassen, wie das Neunerlei entsteht. Aber bevor wir in die Küche gehen, schauen wir uns nochmal auf den Bilberg um und in der Stadt Annaberg-Buchholz. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Bilberg, auch Bielberg, wie er einst genannt wurde, touristisch erschlossen. Die Ausflugsgaststätte mit ihrem 35 Meter hohen Aussichtsturm ist 1897 auf Initiative des Erzgebirgszweigvereins und aus Anlass des 400-jährigen Stadtjubiläums von Annaberg eröffnet worden. Heute bestehen hier Übernachtungsmöglichkeiten in rustikalen Zimmern, Gaststuben für Geselligkeiten sowie ein großer Biergarten, dem sogenannten Balkon von Annaberg, mit einem sensationellen Panoramablick. Dass der 835 Meter hohe Berg aus Resten eines Lavastroms und aus Basaltstein besteht, davon zeugen noch die sogenannten Steinsäulen, auch Butterfässer genannt. Der Berg mit seinen Skihängen und Liften, der Rodelbahn und den zahlreichen Wanderwegen ist ein beliebtes Wintersport- und Wandergebiet zu allen Jahreszeiten. Nicht nur für die Bewohner der unmittelbar am Berg beginnenden Stadt Annaberg-Buchholz geworden. 1496 wurde die Stadt auf Geheiß des Landesherrn Georg des Bärtigen gegründet. Sie entwickelte sich zu einem reichen Zentrum des Silberbergbaus und zur zweitgrößten Stadt Sachsens neben Freiberg. Vom einstigen Wohlstand und der über die Jahrhunderte bewahrten Attraktivität der Stadt zeugen unter anderem die große spätgotische Hallenkirche, die St. Annenkirche mit dem Bergaltar von Hans Hesse, der erstmals arbeitende Menschen auf einem Altarbild zeigt. Die Bergkirche, das Rathaus auf dem schönen Renaissancemarkt, das neoklassizistische Theater, die alten Bürgerhäuser, in denen nicht nur der Rechenmeister Adam Ries oder die Montanunternehmerin Barbara Uttmann lebten, sondern auch intellektuelle Persönlichkeiten, die Annaberg weit über seine Grenzen bekannt machten. Und dass die Annaberger auch Genussmenschen waren, davon berichten alte Dokumente und Legenden wie die vom reichen Fundgrübner Kaspar Kirschner, der sich ein prächtiges Haus bauen ließ, von dem noch das Renaissanceportal am heutigen Haus der Kirche kündet und der in Malvasinerwein gebadet haben soll. Die Hauptstadt des Erzgebirges, wie Annaberg-Buchholz gern genannt wird,
ist aber durch die Ablösung des Bergbaus im 19. Jahrhundert und die damit einhergehende Hinwendung zur Holzgestaltung das Zentrum des erzgebirgischen Weihnachtslandes geworden. Wie das unter anderem in der Manufaktur der Träume im Kulturzentrum Erzhammer auf mehreren Etagen zu bestaunen ist. Nirgendwo sonst auf der Welt wird das Weihnachtsfest so innig und intensiv begangen wie bei uns im Erzgebirge. Und dazu gehört seit alters her auch das typische Heiligabendessen, das Nainerla. So, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir sind also jetzt in der Küche des Böhlberg Hotels, der Böhlberg Gaststätte, und haben hier vor uns ausgebreitet das Nainerla. Ihr werdet euch wundern, das sind ja hier fast 20 Zutaten, die wir dazu brauchen. Das sind natürlich alle Untergruppen von den einzelnen Komponenten von den neuen. Dazu muss man sagen, dass im Erzgebirge in jeder Stadt, in jedem Dorf, aber natürlich auch in jeder Gaststätte eigentlich, in jeder Familie, das Nainerla ein bisschen anders gekocht wird. Was aber ganz wichtig ist, dass es 9 Bestandteile sind. Wir haben hier als erstes die Bratwürsteln. Gaston, die sind bei euch ein bisschen sehr klein geraten. Warum ist das so? Wir machen das Nainerla für unsere Gäste als Menü und das ist natürlich opulent. Und dass die auch eine Bratwurst essen können, haben wir die extra kleiner machen lassen, weil die im Menü, in der Menüfolge beim Sauerkraut und Kartoffeln, das wäre zu viel. Das wäre zu viel Fleisch. Das haben wir etwas. So, das wäre die erste Komponente, also die Fleischkomponente, die dabei sein muss, egal wie jetzt, ob mit Gans oder mit Haas machen, was manche es machen, und oder mit Bratwurst. So, dann haben wir hier die Linsen. Rolf, die Linsen, werden die eingeweicht vorher oder? Eigentlich werden sie eingeweicht, aber heutzutage gibt es schon Linsen, die muss man nicht machen. Die kann man so machen. Wichtig ist, vielleicht muss man das dazu sagen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die Linsen nie mit Salz kochen. Warum? Die platzen sonst, es wird sogenannter Linsenbrei. Man muss sie also schön im Ganzen lassen und eigentlich hinterher würzen. Was die einzelnen Zutaten dann noch bedeuten, das erzählen wir dann, wenn wir es gekocht haben, wenn wir uns da zusammensetzen und das dann richtig besprechen können. Dann kommt der Hering dazu. Da habt ihr hier vorne, hä? Bismarck. Der Bismarck-Hering, das also ein bisschen was Saures dabei ist. Es gibt auch zwei verschiedene Nainerlei. Es gibt, ich sag mal so, das katholische und das evangelische Nainerlei. Ihr habt hier eine Mischform, ökumenisches Nainerlei würde ich das nennen. Es ist ja so, in Böhmen drüben, das kam ja rüber, und in Böhmen sind ja viele katholisch. Und die haben Fisch. Dort, wo heute bei uns Fleisch ist, war dort Fisch. Ja, im protestantischen Teil war das nicht mehr so mit dem Fastentag, weil der Heilige Abend ist ja noch ein Fastentag eigentlich. Da hat man dann also schon Fleisch bzw. Bratwurst oder wie bei euch die Gans eingeführt. Also der Fisch ist bei uns mit drauf. Dann haben wir die Semmelmilch. Wo ist denn die Semmelmilch? Hier ist die Milch und hier seid ihr Semmeln. Ja? Was das bedeutet, das besprechen wir auch später. Dann wichtig, der rote Rübensalat. Ja, man kann die rote Rüben jetzt auch kaufen, die sind ja auch schon fertig. Man kann sie auch natürlich schälen, macht man sich die Finger ein bisschen dreckig und kann sie dann kochen. Und dann macht sich das immer ganz gut, wenn man diese Dinger ein bisschen in Scheiben schneidet und so wie eine Art Carpaccio da modern dahin. Ja, das wird ein bisschen modern. Das ist, jetzt habe ich mir schon die Finger voll gemacht. Eine ganz wichtige Komponente ist das Sauerkraut. Und das wollen wir mal zeigen. Ich glaube, ihr habt das noch auf dem Herd stehen. Kann man, ich hole das mal rüber. Also, Sauerkraut, wie macht ihr das jetzt? Da kommt rein, also Gewürze erstmal. Speck. Speck, Kassler, Möhre. Dann habt ihr ein bisschen Kümmel dran. Haben wir dran. Ja. Zucker, Salz. Ja. Majoran. Und was die alten Erzgebirger immer gemacht haben, das ist wichtig, dass man es ein bisschen sämisch macht. Dass es also ein bisschen angedickt ist. Die machen das nicht mit Mehl, sondern hier, hol's ruhig rüber. Wir machen das hohe geriebene Kartoffeln mit hohe geriebene Kartoffeln, dass wir das also hier quasi drunter rühren. Oder, und zusätzlich, dass es in bitte kaltem Wasser, das ist wichtig, in kaltem Wasser angerührte Kartoffelstärke, die wir noch einmal ein bisschen aufrühren und dann auch quasi dazugeben, ja, und unterrühren, sodass das Sauerkraut
schön sämig wird. Ja? Tut nochmal neu. Auch oben drauf. Das ist natürlich wichtig, da gibt einen Geschmack. Speck und Zwiebel angeröstet. Ihr merkt schon, wie das duftet hier, hä, in eurer Küche. So, das rühren wir also auch gut unter. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dieses Sauerkraut beim Nanala. So, aber was jetzt noch kommt, sind die Klies. Klöße. Ich will es unseren Zuschauern nochmal sagen. Bei uns heißt das Klöße, alles was rund ist, aus Kartoffelteig oder aus Mehlteig geformt wird. Die Knödel, so wie sie zum Beispiel in Bayern oder auch in Süddeutschland genannt werden, sind bei uns anders, sehen anders aus, sind die böhmischen Knödel, die länglichen. Das haben wir euch in der vorhergehenden Sendung gezeigt, wie die also mit dem Faden geschnitten werden. Wir machen jetzt die Klies. Ralf, nimmst du das mal in die Hand, im doppelten Sinne, in die Hände und mach uns mal zwei, drei Klies hier. Ja. Ja. Man kann natürlich auch die Hände noch nass machen vorher. Oder mit Kartoffelstärke, das ist wichtig. Kartoffelstärke insofern, wenn sie dann ins heiße kochende Wasser kommen, damit sie nicht zerbröseln, damit sie nicht abbinden, sondern dass sie schön zusammenbleiben. Ja? So, haben wir das auch gezeigt. Was noch dazu gehört? Gaston, wo hast du... Das sind erzgebirgische Waldpilze, wie ich gerade sehe. Getrocknet. Ja. Also man kann natürlich verschiedene Pilze nehmen, aber Pilze sollten dabei sein. Schwamme, sagt man bei uns hier. Ja. Champignons, Steinpilze, Butterpilze sind da dabei. Getrocknet. Es ist aber auch eine Variante möglich, wo wir also süß-saure Schwamme machen. Ja, als Beilage, das ist durchaus möglich, weil wir haben quasi als letzte Variante, wir sind jetzt bei Nummer 8 des Nanalais, die Nummer 9 wäre dann das Trockenobst. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Wir haben also hier Trockenpflaumen. Die werden entweder so dazu genascht. Oder kommt zur Semmelmilch. Oder kommt zur Semmelmilch dazu. Oder man kann sie auch, sagen wir, in Wasser einen Tag vorher auflösen, ja, so dass es eine Art Kompott wird. Man hat auch früher, das macht man auch heute noch, anderes Trockenobst dazu genommen. Also zum Beispiel Aprikosen oder Spalten von Äpfeln und so weiter, ja. So, also das zusammen. Ja, ich sehe hier auch noch einen Selleriesalat, Stiehwurzelsalat, wie man auch dazu sagt. Warum, kann man sich denken. Also der ist auch eine Komponente beim Neunerlei, aber er geht schon wieder in die Varianten, in die anderen, die man also auch anbietet in verschiedenen Gaststätten oder auch eben zu Hause variantenreich macht. So, ich denke, da hätten wir erst einmal die neuen, habe ich was vergessen? Nee, ja. Die Gans. Ja, aber die wollen wir ja dann zeigen. Die Gans wollen wir ja im Ganzen zeigen. Ja. Ne? Und das machen wir dann, wenn wir uns draußen wieder am Tisch treffen. Jetzt haben sie erst mal gesehen, was alles für einen gewissen Aufwand betrieben werden muss, um das Nanalai am Heiligabend 18 Uhr pünktlich auf den Tisch zu bringen. Wir haben an einer Lage gekocht, ein Wurst und Sauerkraut. Meine Mutter hat sich auch geflucht, die alte gute Haut, die alte gute Haut. Tralalalala, tralalalala. Ja, liebe Zuschauer, wir haben also jetzt an einer Lage gekocht, die alte gute Haut. Es ist das älteste Lied von der Amnolie von Elterlein, wo das Nainerla drin vorkommt. 1799 hat sich das schon aufgeschrieben. Wir haben aber in Chroniken gefunden, dass dann später die Varianten aufgeschrieben wurden. Was wir jetzt hier Ihnen präsentieren, ist das Nainerla, was eigentlich um 1809 aufgeschrieben steht. Da haben wir also zunächst das Wichtigste, die Bratwurst. Es ist ja so, dass bei allen Gerichten beim Nainerla irgendeine Bedeutung dahinter steckt. Also die Bratwurst soll Kraft verleihen. Manneskraft verleihen, so hieß es in Unterlagen. Die Linsen, was sollen die Linsen bedeuten? Die Linsen bescheren immer reichlich Kleingeld. Kammer fördern, es sollte immer ein paar Münzen unterm Teller geben, dass das auch sicher wird. Das ist wichtig, am Heiligabend, wo man es in einer Lasse serviert, soll unterm Teller entweder Stroh
oder paar Pfengsei, jetzt heißt es ja Cent, ja, oder beides. Also fürs kleine Geld, ja, für den Pfeng. So, dann haben wir den Hering. Der steht hier vorne, ja, zeig's mal, das ist der Hering. Da sagen die Chroniker, die Chronisten, dass dort, dass man Fische Land bleibt, wie der Fisch im Wasser. Fische Land ist ein französisches Wort, was ins Erzgebirge kam, also dass man beweglich bleiben soll, jetzt ja. So, dann haben wir die Semmelmilch. Die Semmelmilch, die ist hier und da heißt in den alten Unterlagen, das sollen hauptsächlich die Mädels essen, weil damit die Spitzen weiß bleiben. Also die haben ja Klöppelspitzen. Klöppel. Ja, und die Spitzen sollen schön weiß bleiben. Das hängt mit der Semmelmilch zusammen. Aha. So, dann haben wir den roten Rüben da vorne. Naja, was könnte das bedeuten, der rote Rüben? Das ist auch was für die Mädels, damit die Backen schön rot bleiben. Das ganze Jahr über. Ja, ja. Dann haben wir eine ganz wichtige Komponente, das ist das Sauerkraut. Das haben wir schön mit Speck angemacht, mit Kümmel. Ich habe es ja in der Küche gezeigt. Man kann allerdings auch Süßkraut nehmen, auch das schreiben unsere Altvordern vor. Und zwar deshalb, damit die Arbeit leichter werde, schreiben die dort. Also Kraut essen, damit die Arbeit leichter werde. So, und dann haben wir bei dir stehe die Klies. Ja, die Klies sei fürs große Geld. Fürs große Geld. Ja, stehen richtig bei mir. Ja, Klies, ja, Klies sagen wir, also es sind die Klöße. Ja. No? So, dann haben wir getrocknete Pilze, die Schwamme, die sind hier vorne in dem Nebel. Und dort sagen die Berichte, damit die Früchte des Waldes uns das ganze Jahr immer zur Verfügung stehen. Sollen wir die also essen? Ja? Und dann haben wir noch das Dörrobst. Wo ist denn das? Ach, das ist oben drauf, auf der Semmelmilch. Manche geben das auch extra, manche haben es Backpflaumen, manche haben also die Apfelspalten dazu. Damit unser Leben nicht verdörre, schreibt der alte Gottlob Wild hier 1809. Und er sagt auch, was ganz wichtig ist, Brot und Salz muss immer dazu. Das ist ja für die Freundschaft. Ja. Und es muss von jedem ein Löffel zumindest gegessen werden. Das ist ganz wichtig. So, Gaston, und bei euch, ich sagte ja schon drinnen in der Küche, das ist von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Familie, von Gaststätte zu Gaststätte, unterschiedliche Varianten des Neunerlei gibt. Bei dir gibt es noch was ganz besonders Schönes. Als Hauptgang die Gans, ganz wichtig. Und die Gans verweist im Grunde schon auf den ersten Feiertag. Genau. Ne? Ja, und zum Neunerlei-Bet gibt es auch ein schönes Lied. Du hast vorhin den ersten Vers schon gesungen. Kannst du vielleicht nochmal anstimmen? Das Heiligabendlied von der Amalie von Elderlein von 1799. Heut ist reiche und ihr Markt und Reimer gießen Blei. Fritz lauf geschwind zur Annelies. Die muss bei Zeiten rein. Die muss bei Zeiten rein. Tralala, 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 tralala. Wir haben auch 16 Butterstollen, so lang wie die Ofenbank. Und wenn wir die zum Gassen haben, da seien wir alle krank, da seien wir alle krank. Tralala, 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 tralala. Wir haben an einer Lage gekocht, a Wurst und Sauerkraut. Meine Mutter holt sich auch geflogen, die alte gute Haut, die alte gute Haut. Tralala, 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 tralala. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit dem Heiligabendlied, gesungen von Peter Röhr, wollen wir uns vom Böhlberg, zum Böhlberg Hotel, mit unserem heutigen Neunerlei verabschieden. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie kochen es auch mal nach zu Hause oder Sie kommen eben hier vorbei. Sie wissen ja jetzt, wo es ein authentisches und gutes Neunerlei zu essen gibt. Aber Sie können auch gerne das Buch erwerben, Erbgerichte, so wie unsere Sendung heißt. Und auch dort drin finden Sie das Neunerlei aufgeschrieben, noch mit einem historischen, kulturhistorischen Hintergrund. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Weihnachtsfest und kommen Sie gut ins neue Jahr.